Ja, nicht seitlich in Stacheln springen. Das soll angeblich auch wehtun. Nix. Gar nix. Und Hühnchen. Ich hab nichts gesagt. So, stirb. Wenn man Glück hat, dann kriegt man zwei Schläge rein. Dann ist er auch gleich tot. Wenn nicht, kommt so ein Unsinn wie jetzt gerade. Au. Man kriegt Schaden. Au. No. So. Lebenspunkte sehen noch okay aus. Haha. Das war mal okay. Hallo? Oh, oh, oh. Ja. Ich sollte die Unverwundbarkeitszeit mal auf Max bringen. So rein. Vorsichts. Haha. Halber. So. Das bringt dir doch ein bisschen was. Weil genau in diesen 1,1 Sekunden, die wir jetzt haben, wo unverwundbar sind, können wir Gegner ausschalten, um es denn nach den 1,1 Sekunden einfacher zu haben. Gut. Sehr schön. Du bist eine normale Kiste. 12.000 Gold. Und irgendwas ist kaputt gegangen. Wahrscheinlich das Stachelding hier oben. Genau, danke. Ach ja, das mit dem Gold war echt eine gute... Ja. Gute Entscheidung. Ding. Ding. So. Nö, ich gucke erstmal nach rechts. So nicht. Mm-mm. Wow. Werden langsam schon viele. Könnt ihr bitte ausgehen, ihr Feuer? Bin das leicht verstörend. So, weg. Komm schon. Also. 18.000 und fast voller Lebenspunkte. Das läuft ja mal richtig gut. Und ich habe keine Runterlevel-Rune benutzt. Was zur Hölle war das? Das waren Kamikaze-Pferde. Wer kennt sie nicht? So. Kaputt. Das Gold hätte ich auch noch ganz gerne. Danke. Die eine Münze können wir behalten. Keinen Schaden nehmen. Jetzt einfach nur einmal Doppelsprung und Dash. Balance Rune Bracer. Man kann auf den Käfigen landen? Das wusste ich auch noch nicht. Aber genau, was ich sagen wollte, bevor ich so dramatisch in die Stacheln gesprungen bin. Ja, du doofes. Ja, wir haben bald keine Ruhe mehr. Ich frage mich, was dann aus den besonderen Truhen kommt. Also gar nichts fände ich irgendwie langweilig. Die müssen sich da irgendwas Neues einfallen lassen. Dass man ein Gold dafür bekommt oder Ausrüstungsteile oder Stats oder keine Ahnung. Irgendwas halt. Aber mal gucken, lassen wir uns überraschen. Swing. Weiter geht es wo? Unten links. Zum. Okay. Nein. Doofes Eisenstachelding. Aber halt genauso bei den Tagebucheinträgen hier. Da hätten sie oder könnten sie noch ruhig so ein, zwei Kleinigkeiten einfügen, sobald man alle durch hat. Also irgendwelche Random-Texte oder... Keine Ahnung. Irgendwas halt. Oh. Geht weg, ihr doofen Schleime. Nicht anspringen. So. Okay, alles tot. Lüten. So. Oh, sehr schön. Bossraum.
Also, wir wollen ihn nicht töten, wegen in Versuchung kommen, in den New Game Plus zu gehen. Aber es ist ja auch jedes Mal Niam Niam und zwei Kisten. Oh. Ey, ne. So, hier ist eine... Ich wollte gerade sagen, hier ist eine gute Stelle wegen dem Ansprung. Schutz da oben, aber es klappt nicht so ganz. Komm. Ich bin ja jetzt bloß hier eingefeuert. Geh weg. Au. Hallo? Habt ihr es bald mal? Danke. Schön. Dich auch noch. Mhm. Oh oh. Ding. Ja. Cheater-Magier. Da oben durch das kleine Zwergenloch durch. Irgendwo wieder ein Ghoul hier unten. Nö. Oh, hallo Boris. Warte mal, bei dir war es doch eine gute Taktik, einfach so zu machen. So, wir sind ein Savant. Sehr, ja. Au. Du bist gleich tot. Nö. Ach, Botis heißt der, nicht Boris. Hm, na gut. Töten. Ein Archmage, ein Assassin. Und ein Spellsword. Oh, und Sachen kaputt hauen gibt Mana. Ja, ja doch, ich glaube, ich spiele da mal rein. So, und wir geben ihm auch gleich mal... Was kostet das hier eigentlich? 3600. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und er tauscht jetzt eine Goldrune. Eine Goldrune gegen eine Runterlevelrune aus. So. Und dann gucken wir doch mal, wie er sich mit seinem Riesenrad hier. Und seinem Riesenrad hier. So schlägt. Komm. Zing. 608 Lebenspunkte, genau wie der Assassin, richtig? Ich glaube schon. Genau, und hier sind jetzt die Stufe 1 Gegner. Ne, Stufe 2 Gegner. Ja, mit Stufe 2 meine ich New Game Plus Gegner und nicht New Game Plus Plus Gegner. Oh. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt... Wow. Jetzt in die Hölle gehen. Da erst mal versuchen, ein bisschen zurechtzukommen. Und sobald es eng wird, gehen wir hier hin zurück, um einen Lebenspunkt zu kriegen. Aber na gut, gucken wir erstmal, wie es jetzt genau hier läuft. So viele Räume haben wir noch nicht geklärt. Auch wenn die Stahlkugeln sich hier selber umbringen. Wow. Au, 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 au. Ching. Da schönes 5000 Gold. Du bist kein Doomwasser, oder? Ne, du zappelst nicht. Oh. Hallo, Jungs. Hier steht ja ganz schön doof. Zing. Hihi. Und du bist ein Zweimal-Schläger, okay. Oh ja, volle Lebenspunkte. Und ich sehe es auch nicht wirklich kommen, dass es viel weniger als volle Lebenspunkte werden. Wollte ich gerade sagen. Schwing. Schwing. Oben ist noch ein Geschoss. Oh, voller Magier. Magier, Plural. Oh. Okay, es werden doch weniger als maximal Lebenspunkte. Tun wir es? Nein. Und wieder Hühnchen. Ja, nee. Komm, wir suchen jetzt mal den Wald. Da dürften die ersten Stufe
drei, also New Game Plus Plus Gegner auftauchen. Ich sollte das nicht Stufe nennen. Sagen wir mal Tier 3 Gegner. Hier ist sonst gar nichts, ne? Also ja, wir suchen den Wald. Das heißt, wir müssen nach Osten. Also erstmal nach links. Dann nach oben. Oh. Kaputt, 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 kaputt. Dummer, dumm was. So. Ja, genau. Jetzt nach rechts und hoffen, dass hier irgendwo der Übergang ist. Oh. Oh, ganz schön viele Boschel. Einfach Overkill. Das klappt immer. So. Ich brauche Leben. Oh, oh. Lebenspunkte. Ist okay. Wir kriegen eh gleich ein Hühnchen. Oh. Du ja. Dumm war's. Au. So. Du musst sterben. Du musst auch sterben. Okay, Lebenspunkte sehen nicht mehr ganz so gut aus. Sollte wahrscheinlich doch hier bleiben, huh? Wenn das hier schon so ein Problem ist. Aber ja, gucken wir so oder so erst, wo der Wald ist. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir da wirklich weitermachen wollen oder nicht. Das geht ganz schön weit nach Osten. Zing. Zing. Hältst viel zu viel aus, Puschelwaschel. Mhm. Nichts. Oh, hier ist der Waldübergang. Du kommst mit. Forest Akbasia. Hatte der schon immer einen Namen? Oh, habe ich nie so drauf geachtet. Nein, komm, komm. Das sind doch nur Tier 2 Gegner. Können noch gar nichts. So. Aber komisch eigentlich. Eigentlich war es doch so, dass am Ende der ersten Etage schon die... Oh, oh. Nein. Am Ende der ersten Etage schon die ersten Tier 3 Gegner gekommen sind. Als wir das letzte Mal mit dem Barbaren das getestet haben. Hm. Na gut. Oh. Kein Springen. Gut. Nein, ich bin nach oben gesprungen, statt nach unten durchzufallen. Okay. Das nächste Mal bei diesen Rätseln soll... Das nächste Mal bei diesen Rätseln sollte ich nicht mit dem Stick steuern, sondern mit dem Kreuzdingens. Was zur Hölle? Gibt schon echt komische Räume hier. So, kaputt. Oh. Kaputt. Genau. Schwing, schwing. Sehr gut. 22.000 Gold. Oben geht's weiter. Mhm. Schwing, schwing. Oh. Das war ein bisschen zu knapp. Aber ja, ist alles noch im Lot. Ich probiere mal kurz was aus. Irgendwie finde ich das komisch, dass wir selbst hier noch Tier 1 Gegner haben. Also gehe ich jetzt mal in die Hölle und gucke, ob da Tier... Quatsch, dass wir hier Tier 2 Gegner haben. Jetzt gehe ich in die Hölle und gucke, ob da Tier 3 Gegner sind. Mann, Mann, Mann. Ich verwirre mich schon selber die ganze Zeit hier. Diesen ganzen Begriffen, die ich mir ausdenken muss. Falsche Seite. Da. Und wahrscheinlich gibt es dafür irgendwelche genauen Begriffe.
Aber da ich ja nicht so ein Wiki-Fan bin, kenne ich die nicht. Genau, die Puschelwuschel. Die heißen auch gerade hier die Puschelwuschel. Ich könnte mir einfach durchlesen, was da für ein Text steht. Pyrit zum Beispiel. Aber nee, Pyrit klingt doof. Oh. Da kämpfe ich doch lieber gegen Puschelwuschel. Und Boris statt Botes und was weiß ich. So, gib mir die Hölle. Ja genau, wir wollten umsteigen auf das andere Kreuz. Meep. Das ging schnell. Da ist eine Kiste. Oh, lebst du noch? Oh. Ja, und jetzt auf dem Rückweg eigentlich nur Gold einsammeln, war der Plan. Ich sollte vorsichtiger sein. Oh, oh, oh. Genau. Gold einsammeln. Du lebst ja auch noch. Der Plan ging ganz und gar nicht auf. Wird auf dem Hinweg Schackkrams schmeißen und auf dem Rückweg nur Gold einsammeln. Oh. Oh, 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 oh. Das ist gleich ein ganz anderes Spiel. Als Paladin oder Barbar hätte ich ganz einfach Y drücken können. Alles wäre okay gewesen. Aber er hier? Ah. Oh. Ah, Hühnchen, sehr schön. Kaputt, K.O. Oh, 35.000. Schub, schub. Also ja, mit den Runen kann man definitiv gut die anderen Klassen ausprobieren. Das heißt, ich bin auch schon fast versucht, den Lich und so weiter freizuschalten. Aber der Lich war echt gewöhnungsbedürftig. Der fängt halt echt mit so wenig Lebenspunkten an. Man muss ganz viele Gegner töten, bevor der was kann. Beziehungsweise bevor er viel aushält. Das heißt, er braucht auf jeden Fall auch die Blutdinge. Weil sonst kriegt er halt nur Max-HP dazu. Max-HP bringt ihm gar nichts, wenn er keine ordentliche HP hat. Dann sind wir einfach tot. So, und hier ist definitiv Tier 3. Ja. Ja, aber ich sterbe auch ordentlich. Nicht wahr, Gradiator? Genau. Schwung. Gucken wir mal, wie weit wir mit einem Spell Sword bei Tier 3 kommen. Wow, nicht weit. Ganz und gar nicht weit. Ich habe gerade auf die Lebenspunkte geguckt. Ja. Wir gehen dann doch mal oben links irgendwo weiter. Oder zum nächstbesten Teleporter. Oben. Oder nächster Raum. Ich glaube, von dem Raum hier links aus. Oh. So. Genau, hier. Oh, sehr schöne Fontäne. Schwupp. Und schon geht's wieder mit den Lebenspunkten. 5 Äxte. Das habe ich erst einmal geschafft, kann das sein? Ja, so. Das sind mehr als 10. Oh. Und 410 Gold. Ich sollte echt anfangen, die zu skippen, die Dinger. Also die Dolchteile überspringe ich ja eh. Aber auch die Axtviecher. Weil 500 Gold, da bringen wir 2 Gegner um. Und haben genauso viel. Warte mal. Wir müssen nach unten, dann nach oben, dann... ja. Hier. Oh. Dann nach links und nochmal nach links zum Teleporter. Und den gehen wir zurück in den Wald. Schwick, 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 schwick. So, Wald. Mhm. Und ganz entspannt ist hier 2 Zeug. Sehr schön.
Oder auch nicht. Das war ein gutes Ausweichen. Oh. Kein Kämpfen. Also ich darf Schaden nehmen. Okay, idealerweise weder das eine noch das andere. Grace Rune Schwert. Warte mal. Au. Gut, gut. Au. Warum kriege ich jetzt noch einen Schaden? Jetzt, wo ich sie töten darf, kriege ich mehr Schaden, als dass ich nicht töten durfte. Also, komische Logik. Du bist uninteressant. Stacheln und Rückschmeiß, Gegner. Keine gute Kombo. Oh. Naja, komm. So, kaputt, kaputt, kaputt. Richtig so. Sind schließlich ein Zauberer, so halbwegs. Oh. Quiek, quiek, quiek. Aha, ich kriege auch so Mana wieder. Komm her. Ah, oh. Oh, Style. Komm weg hier. So. Und nicht kaputt. So kaputt. Okay. Geht weg, ihr Stachelviecher. Ganz oft nach links. Jo. Ich habe ganz vergessen, dass hier Schießdinger sind. Aber ja, weiter nach links, links, links. Denn unten rum Bogen und da waren noch ein, zwei Abzweigungen. Einmal hier. Hm, okay. Aha, einmal Gold behalten bei Charon. Das heißt, wir sparen 1000 bis 2000 Gold. Aber gut, haben oder nicht haben. Und es ist besser als der Hedgehog-Fluch. Zing, zing. Doofe zielsuchende Knochen. Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Aber einfach vorsichtig. Schleime sind schon mal sehr gut. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Oh, ein weißer Wolf. Nö. So nicht. So auch nicht. Also wir müssen jetzt zu dem Wolf. Oh nein, ey. Ah. Weg, 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 so. Weißer Wolf. Da. Und kaputt. Sehr schön. Ja, 53.000. Sauber. Da können wir uns ganz viel Mana und Int und anderes Zeug von holen. Kaputt. Und Bossraum. So. Und so. Oh. Ah. Komm, stirb endlich. Warum hat er so viel ausgehalten eben? Oh, warte mal, das sind jetzt Tier 3 Viecher. Oh. Ja, sind es. Die Vieh. Weg, 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 weg. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm schon. So. Nein. In den Stachel rein. Oh ja, für den Space Sword auf jeden Fall in Ordnung. Die Runtelaberuren sind super praktisch zum Trainieren. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch die anderen Klassen freischalten. Einfach nur, damit ich ein bisschen Übung mit denen bekomme. Aber jetzt erstmal einen kleinen Cut. Bis nachher.